Bioshock Infinite, Freunde. Und wir sind immer noch auf der Jagd nach Slate, der uns hier das Leben ganz schön schwer macht. Mal schauen, wann wir den Typen endlich fertig machen können. Hol dir von Slate Shock Jockey. Ach, hier waren wir da auch schon. Ist das Slate? Du bist hier noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Slate verschonen, Slate töten. Ich töte ihn. Sie haben den Soldaten nicht tot. Verdreht, Booker. Kein bisschen. Schockjockey nehmen. Ich hoffe, das ist es wert, Slate. Was hattet ihr gemacht, Freunde? Ihn verschont, ihn getötet? Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Also das Übliche. Es war wohl ein Gnadenakt. Comstocks Männer hätten ihn erwischt. Wahrscheinlich, ja. Gewöhnt man sich hin? Bald daran? Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Okay, jetzt haben wir also Shock Jockey. Dann gehen wir mal zurück. Du willst echt komplett zurücklatschen? Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig, ne? Das hatten wir alles schon geplündert. Dem ist vor der Kopf geplatzt. Ja, das scheiß. Ziemlich stark zu sein. Ja, ich sind werde sie. Sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Geil, jetzt kriegen wir noch Mana von ihr. Und dann sind wir demnächst bald hier unsterblich God-Mode. Ohne mit Max-Munition und keine Ahnung was alles. Aber na gut, habe ich persönlich jetzt nichts dagegen. Können sie ruhig so machen. Oh, diese komische Upgrade-Puppe. Ah, ich bin noch am Nachladen. Hör mal auf. Wo ist er denn? Da kommt er. Arschloch. Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu. Du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. So, dann gehen wir mal zurück. Gleich sind wir draußen. Cooles Level gewesen, hat mir gefallen. Das hatten wir uns ja schon alles angeguckt. Ja, so ein Salzautomat. Katsching, vielen Dank. Achso, da. So. Sehr schön. Also gegen den müssen wir jetzt nicht kämpfen, oder? Ich hoffe nicht. So. Ach. Ja doch, nehmen wir die. Und verlassen die Hall of Heroes. Cooles Level gewesen. Cornelius Slate, der Mann war schon immer halb nah, halb held. Achso, das kennen wir auch schon. Und wir haben Shock Jockey. Sehr cool. Und wieder allerhand gesehen. Und wie schon mal gesagt, Mosquito. Elizabeth. Schon dabei. Keine Ahnung, was es ist. Was für ein fliegendes Ding. Fremde Bettgenossen.
Shells auf den falschen geschossen eben gerade, oder? Achso, das ist hier unser Fluggedöns-Dingens. Danke. Tust du das? So, und demnächst kämpft sie dann auch noch mit und dann müssen wir gar nichts mehr machen. Salze. Warum eigentlich Fremde beschossen? Waren das jetzt irgendwelche anderen Leute? Wo müssen wir aktuell hin? Ich hab's total vergessen. Da dran. Ah, stimmt, wir wollen ja zum Luftschiff, ne? Na dann mal los. Keine Ballett hier rum. Halt die Fresse. Achso, weil da der Typ stand eben, ne? Geil, können wir uns so fette Typen beschwören, die hier mit uns durch die Gegend laufen, ey. Wie cool ist das denn? Gibt's denn irgendwas für uns? Oh ja, unser Typ rastet aus. Das gehen wir uns mal angucken. Voll die Minigun. Medizinkätzchen? Nee, der Typ. Auf die Fresse. Was? Nur eine Leiche? Ei. War so ein Rocket Launcher-Typ, ey. Gammelt der hier oben rum? Ich glaube, es hackt. Wer folgt uns jetzt hier? Na gut, er kann uns ja gleich nicht mehr folgen. Ich nehme an, er läuft da nur hier rum. Gut, ja, weiter, ne? Ist es vorbei? Bitte, es soll vorbei sein. Boah, darüber müssen wir. So, da wären wir wieder. Da kommt sie. Sehr schön. So, Achso. Wartet mal. Komm, wir nehmen mal hier so ein paar Krähen und... Aua. Was ist hier? So. Dieses Ziel war immun gegen Teufelskuss, okay. Danke. So und ist jetzt Ruhe hier, ja? Komm raus. Nice. Alle weggemetzelt. Oh, ein Lockpick, cool. Wir sind voll zerfetzt alle. Nice. Schön. Oh. Ne, so, und jetzt nachladen, genau. Ja, wie hier hatten wir schon alles. Das, ach, ich wollte gerade sagen, da ist ein Riss, aber da ist nur die Scheibe kaputt. Ich heiße Booker.
Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Wo? Wo ist Ausrüstung? Wo hast du Ausrüstung gesehen? Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Wo ist da drüben? Oder hier vorne schon? Oh ja, der Typ ist raus. Boah, da ist er schon. Kackfisch, ey. Mag dir nicht. Stimmt, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Ich mach hier mal Blitzen. Und dann kann ich einen betäuben und dann die Krähen auf ihn hetzen. So der Plan. Nimm Gatling Gun! Huhuhu. Wie fett ist das denn? Hatten wir die Möglichkeit vorher schon? Oh, es macht die Darbietung. Achso. Oh, hoppsa, hier geht's ganz runter. Ja, was ist denn da hinten noch los? Ah, Salze. Nice! Eine fette Minigun, ey. Krasser Scheiß. So, Push-Button. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe sie gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Hm. Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Okay, was war denn Beherrschung billiger? Achso. Okay, weiter geht's. Schon mal die Gatling ausprobieren. Ist das ein Waffentyp? Nee. Brauche ich irgendwas? Minigun-Munition oder so. Aber gibt's hier gar nicht. Schade. What? Wo hat der Pfeil angezeigt? Kehr zu Soldiers Feet zurück und schalte die Gondel ein. Ja, dahinter. Genau. Okay, aber auf jeden Fall schon mal Hilfe. Also nehme ich mal an, wird es jetzt nicht einfach. Ach, ich muss ja auch mal am Hebel ziehen, ne? Geht die ganze Zeit, passiert jetzt noch was? Die Gondel kommt! Und so lange müssen wir uns verteidigen, nehme ich mal an. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Doc. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind. Da täuschst du dich. Und wo kommt der Feind? Erstmal den komischen Schiffen, das.
Ja, Taste greifen, bringt uns das was? Ja, ne? Ach doch. Aua. Warum kannst du nicht laufen? Bin tot. Hab grad nichts gepeilt irgendwie. Oh, okay. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Sehr schön, unser Typ hier ballert auch noch gut rum. Also muss ich die zwei Luftschiffe jetzt hier platt machen. Oh. Ich weiß gerade noch nicht, wie ich da am besten hinkomme zu dem. Ja, hier über die. Das ist der falsche Weg. Salzampulle war, glaube ich, voll unnötig gerade. Das wäre ganz schön. Wow, da ist noch einer. Das wackelt so extrem. Wer will den Typen auch jetzt killen? Gibt immer noch? Ja. Ach, das wollte ich nicht. So. Oh, ich hab keine Muni mehr. Dann würde ich sagen, die Panzerfaust, aber wenigstens wieder ein bisschen Muni. So. Eieieiei. Da bist du ja. Sehr schön. Jetzt brauchen wir mal irgendwie ein bisschen Muni. Drücke E, um Waffen zu tauschen. Ja, weiß ich doch. Hier, mach mal auf da. Mann. Harter Kampf. Und ich war zwischenzeitlich ganz schön verwirrt. Lockpick, wie viele Lockpicks haben wir? Scheiße, habe ich jetzt verpeilt hinzugucken. Genau. Willst du dich gerade nochmal rauslassen? Danke. Gut, wir werden auch keine große Munition mehr finden. Irgendwo die Typen plündern, die wir da platt gemacht haben. Komme ich da hoch? Zu dem Ding? So. Hier noch Munition irgendwo für mich. Liegt da nur Raketenwerfer-Muni oder was? Ja. Na gut, dann fahren wir mal mit der Gondel hier. Zack, zack. Als Sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt.
Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid. Es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Ja. Ist nicht so anscheinend die rosige Zukunft für die gute Elizabeth. Aber, also ich nehme jetzt einfach mal an, dass es so nicht kommen wird. Ja, dass wir sie aushändigen oder sowas. Wir verlieben uns bestimmt noch irgendwie ganz toll oder so. So, sehr schön. Dann sind wir jetzt endlich beim Luftschiff angekommen. Das ist doch schon mal was. Zack, bisschen Muni. Den Karabiner mitnehmen, haben wir auch mehr Schuss. Ein Tonikum. Ja, Toniken kennt man ja auch noch, ne? Allerdings aus einem anderen Bioshock. So, okay, dann würde ich behaupten, Freunde, war es das in diesem Part. Und wir sehen uns im nächsten wieder. Aber ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Hab jetzt die ganzen Parts von Anfang an bis jetzt an einem Stück gezockt. Und jetzt mal ein kleines Päuschen machen, mal was essen. Dann werde ich heute Abend noch oder morgen weiter zocken. Also bis dahin, Leute. Tschö, tschö.